Die Kirche St. Georgen gehört neben St. Marien und St. Nikolai zu den drei monumentalen gotischen Sakralbauten der Wismarer Altstadt. Ausgehend von der Baumasse und dem umbauten Raum, ist die um 1295 begonnene Georgenkirche das größte dieser Bauwerke. Zugleich ist es auch das jüngste. Sie entstand in ihrer heutigen Form zwischen etwa 1440 und 1550, als dreischiffige Basilika mit Querhaus. Der Turm wurde nie vollendet. Die Georgenkirche war das Gotteshaus der Landesherren und der Handwerker von Wismar. Im April 1945 erhielt die Kirche zwei schwere Treffer durch Luftminen, so dass nach Kriegsende nur für kurze Zeit Gottesdienste in der schwer beschädigten Kirche abgehalten wurden. Bis 1989 verfiel St. Georgen zur Ruine. Ausgelöst durch den Einsturz des Nordgiebels, wurde die Sanierung erst 1991 durch das Engagement der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und auf Initiative der Hansestadt Wismar begonnen. Seit 2008 steht die Kirche St. Georgen im Eigentum der Hansestadt Wismar. Sie wurde als Sondervermögen in eine dafür gegründete Stadtkirchenstiftung eingebracht. Die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte und zu DDR-Zeiten weiter verfallene Kirche ist in wesentlichen Teilen bis 2010 wieder aufgebaut worden. Sie ist als Teil der Wismarer Altstadt seit 2002 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes verzeichnet. Die Kirche wird heute durch die Gemeinde und die Hansestadt überwiegend mit kultureller Zielsetzung genutzt. Bekanntheit erreichte sie als Konzertkirche. 2012-2013 bekam der Turmstumpf eine Aussichtsplattform, die auch durch einen Fahrstuhl erreichbar ist. Der Blick über Wismar ist einzigartig und kann jedem Besucher nur wärmstens empfohlen werden. Zur Geschichte, Architektur und Ausstattung der Kirche stehen auf einschlägigen Portalen im Internet umfangreiche Informationen zur Verfügung.